An einem wunderschönen Föhntag bin ich in die Glarner Alpen wandern. Da ist mir ein Sennenhund zugelaufen. Er hat mir immer die Hand geschleckt und ist neben mir hergetrottet, bis wir zu der Talstation von einer Sesselbahn gekommen sind. Dort ist er stehen geblieben und hat so schüchtern gewinselt, dass der Mann vom Billettschalter aus seinem Kassenhäuschen rausgekommen ist und gefragt hat: Was hat euch der Hund? Ich weiss auch nicht. Sag mal, Hundli, was ist mit dir? Sie, ich glaube, der will die Sesselbahn fahren. Sesselbahn? Ein Hund? Ja. Nein, so etwas Gestörtes, so etwas Verrücktes habe ich also noch nie gehört.